Was ist dran an diesen Half-Speed Mastering-Alben? Habe die Ehre und grüß euch zurück hier beim Bavarian Vinyl Nerd. Ja, wieder mal in der Vinyl-Ecke, wie ihr seht. Und genau um das geht's heute. Und zwar werde ich mir heute mal ein Bild machen mit euch zusammen über eine Scheibe, die ich mir jetzt geholt habe, die ich mir selber zum Geburtstag geschenkt habe, ganz ehrlich. Und die hat es wirklich in sich. Es gibt ja schon lange die Diskussion über diese MFSL-Pressungen bzw. diese Half-Speed-Masterings mit 45 abgespielt, diese Scheiben. 180 Gramm Pressungen, blibla, blub, alles Mögliche mit dabei. Und jetzt habe ich mir eine geleistet, weil 50 Euro für eine Schallplatte auszugeben, ist für mich schon viel, ganz ehrlich. Und ich habe mir das Geld ein bisschen zusammengespart und habe mir gedacht, so, zum Geburtstag schenkst du dir jetzt dieses Album, weil das möchte ich ja schon lange eigentlich mir anhören, ob das wirklich so viel bringt, dieses Half-Speed Mastering. Und jetzt habe ich mir geholt, diese Scheibe, ich muss sie ein bisschen so halten, weil da ist in der Seite so ein kleiner, ja, Aufstecker mit dran. Und auf diesem Aufstecker steht eben was drauf, nämlich aufgenommen in den Abbey Road Studios Half-Speed Mastering, abzuspielen mit 45, eine limitierte Edition, weil es auch noch hier unten mit drauf steht. Da steht es noch mit drauf, die Katalognummer. Und diese limitierte Version habe ich mir jetzt eben geholt für 49 Euro. Und man will es nicht für Möglichkeiten halten beim Müller. Nein, doch. Da mit drin, bevor wir jetzt zum Sound kommen von der Scheibe, mit drin ist auch ein schönes Zertifikat von den Abbey Road Studios, von diesem Miles Schovel, diesem Mastering Engineer von den Abbey Road Studios, eben dieses Zertifikat, dass diese Scheibe eben auch wirklich in den Abbey Road Studios aufgenommen wurde, neu aufgenommen wurde. Die ganze Scheibe wurde von den Masterbändern eben nochmal neu eingespielt, beziehungsweise die ganzen Instrumente nochmal rausgefiltert, sauber, alles Mögliche nochmal aufgepeppt, die hohen Frequenzen ein bisschen aufgefrischt. Und das Ganze eben auf Schallplatte eben dann gepresst und eben auch nicht einfach so drauf gepresst, sondern wirklich mit einer sehr guten Qualität, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja das Original, also ich habe auch eine Nachpressung, aber ich habe eine deutsche Nachpressung hier von dieser Scheibe, von dieser Brothers in Arms, eben diese abgefressene, diesen abgefressenen Kellerfund, allerdings in einer sehr guten Qualität. Die Scheibe ist Near Mint, auch wenn es nicht so ausschaut. Also die hat wirklich einen sauguten Sound. Aber ich sage es euch ganz ehrlich, diese 49 Euro haben mir zwar im Geldbeutel ein bisschen wehgetan, aber als ich die Scheibe dann, oder die Scheiben, weil das ist ja aufgeteilt auf zwei LPs, nämlich die zwei hier. Ich habe sie schon gereinigt, habe es natürlich auch aus diesen Pop-Innenhüllen schon befreit, habe ihnen eine Wäsche gegönnt und die 49 Euro, muss ich ganz ehrlich sagen, die haben sich sowas von rentiert. Dieses Volumen, was diese Scheiben haben, diesen Sound, diesen, ja, sowieso schon unübertrefflichen Sound von diesem Album, das ja auch eins der audiophilsten Alben ever ist, hat diese Pressung nochmal getoppt. Ich habe jetzt zwar noch keine Pressung gehört mit MFSL, allerdings mir persönlich genügt jetzt diese Scheibe schon, dass ich sagen kann, okay, so eine Investition in eine Schallplatte ist für mich, rechnet sich für mich auf alle Fälle. Also dieser Sound, der aus der Schallplatte hier rauskommt oder aus diesen beiden Schallplatten rauskommt, ist wirklich unübertroffen. Ich habe dann, wie gesagt, den direkten Vergleich gemacht mit der Nachpressung von mir. Die Nachpressung hat schon einen geilen Sound, aber wie gesagt, dieses Half-Speed Mastering, das holt nochmal so viel raus aus diesem tollen Album, aus diesen tollen Liedern. Der Raum füllt sich viel mehr. Marc Knopfler ist nochmal im Längen besser zu hören mit dem Gesang. Und wie gesagt, auch die Gitarre und die anderen Instrumente sind sehr, ja, sehr, sie sind viel differenzierter als auf dem alten Album. Man kann sie richtig orten jetzt im Raum. Also das ist wirklich
Eine Investition, die ich nicht bereue. Allerdings bereue ich schon wieder, oder beziehungsweise nervt mich das schon wieder, dass wieder Pop-Innenhüllen mit dabei waren bei diesem Album und keine gefütterten Innenhüllen. Aber das, glaube ich, ist Jammern auf hohem Niveau, weil die Scheiben trotzdem sich brutal geil anhören. Ich bin wirklich am Überlegen, ob ich mir jetzt nicht nochmal irgendwie so eine Pressung mir hole irgendwo oder vielleicht sogar mal so ein MFSL, weil ein guter Bekannter von mir, der Günther, der war letztens da bei mir und er hat ein paar so MFSL-Scheiben mitgebracht. Ich persönlich habe ja noch keine angehört, muss ich ganz offen zugeben. Ich bin zwar ein kleiner Nerd, was das betrifft, aber eben soundmäßig bin ich noch nicht so weit, dass ich jetzt sagen könnte, ich habe jetzt das absolute Übersystem bei mir oben im Wohnzimmer. Aber mit meinem Oldschool- oder Vintage-System, das ich da oben habe, mit meiner Vintage-Kette, muss ich sagen, haben sich die MFSL-Scheiben schon sehr, sehr geil angehört. Und das wäre was, das würde mich noch sehr stark interessieren, wenn es denn die Preise nie wieder nicht wären. Weil die werden natürlich jetzt gebraucht, sehr hoch gehandelt, diese Scheiben. Aber vielleicht läuft mir mal irgendeine günstige rein mit einer guten Qualität und dann werde ich mir die natürlich auch mal in die Sammlung mit aufnehmen. Auf alle Fälle bin ich jetzt mit dieser Version von Brothers in Arms höchst zufrieden und ich bereue keinen Cent, dass ich den ausgegeben habe, weil die Scheibe oder diese Aufnahme ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Das war schon wieder ein ganz kurzes Resümee von dieser Brothers in Arms. Wir sehen uns ganz bald wieder, spätestens am nächsten Mittwoch. Bis dann. Servus, Peter.